scheint ein ruhiger Tag in der Tutti-Fruchtbucht zu sein. Aber eine unerwartete Überraschung ist auf dem Weg. Was könnte es sein? Es ist so schön, mal nichts zu machen. Ja, Babys, passt besser auf. Genau, Pom. Wirf den Ball nicht so weit. So kriegen wir den nicht. Versuch mal zu springen, dann fängst du ihn bestimmt. Jetzt weiß ich nicht, wo der Ball hin ist. Tut mir leid. Wir suchen gemeinsam nach dem Ball. Ich hab ihn gefunden. Herrje, so weit oben? Unmöglich, da hinaufzukommen. Lasst uns unser Bestes versuchen. Alles okay? Ja, aber irgendwas ist da im Sand. Das ist eine Flasche. Was macht eine Flasche hier? Da ist etwas drin. Das ist eine Karte. Könnte es eine Schatzkarte sein? Na, das nenne ich ein Abenteuer. Für euch vielleicht. Mel, Lem, ihr werdet es nicht glauben. Wir haben eine Karte gefunden. Zeig mal. Oh wow, das ist die Tutti-Frutti-Bucht. Hier ist der Pier und da ist der Strand. Genau, das ist eine Karte der Tutti-Frutti-Bucht. Glaubt ihr, es gibt hier einen vergrabenen Schatz? Bestimmt. Wir müssen den Schatz finden. Wer ist dabei? Lem, kannst du mir noch eine Schüssel Gelatine machen? Ich habe jetzt keine Lust, Gelatine zu machen. Komm schon, Lem, nur noch eine. Dann frage ich auch nicht mehr. Das hast du bei der zweiten Schüssel schon gesagt. Und bei der dritten. Und bei der vierten auch. Ich gehe jetzt. Und du, Mel? Begleitest du uns auf der Schatzsuche? Oh nein, Mel und Lem haben sich gestritten. Was machen wir jetzt nur? Wir müssen den Schatz finden. Hast du Ella zugehört? Mel und Lem haben sich gestritten. Und ich habe die Lösung. Das ist die Karte, um die magischen Samen zu finden. Die magischen Samen? Die Fantasy-Babys haben mir einst erzählt, dass es in der Tutti-Frutti-Bucht magische Samen zu finden gibt. Und wenn man sie einpflanzt, werden sie zu riesigen Multifruchtbäumen. Oh, wow! Wenn wir Mel und Lem einen magischen Samen geben, vertragen sie sich bestimmt ganz schnell wieder. Genau. Lass mich mal die Karte sehen. Was sind diese Symbole in Form von Früchten? Das muss etwas bedeuten. Kannst du sie lesen? Wenn ihr die magischen Samen finden wollt, dann müsst ihr diese Frucht erraten. Grüne Schale, rotes Fleisch. Und wenn ihr sie essen wollt, dann müsst ihr die Samen unbedingt vermeiden. Welche Frucht ist das? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne ein Baby, das sich sehr gut auskennt mit Früchten. Lasst uns gehen und sie fragen. Lem, wir brauchen deine Hilfe. Was ist los? Bitte, du musst ein Rätsel für uns lösen. Welches? Wenn ihr die magischen Samen finden wollt, dann müsst ihr diese Frucht erraten. Grüne Schale, rotes Fleisch. Und wenn ihr sie essen wollt, dann vermeidet unbedingt die Samen. Weißt du, welche Frucht das ist? Na klar. Und welche? Die Wassermelone. Mel! 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 Was ist los, Babys? Wir glauben, dass in deiner Wassermelone die magischen Samen sind. Die magischen Samen? Ja, die magischen Samen. Ihr meint leuchtende Samen, die zu einem großen Multifruchtbaum heranwachsen? Genau die. Und sie befinden sich in einer deiner Wassermelonen. Hör auf damit. Aber wie finden wir dann die magischen Samen? Ganz einfach. Wir haben sie gefunden. Sie leuchten so schön. Kann ich einen haben? Wenn ihr die magischen Samen haben wollt, dann müsst ihr noch eine Tat erledigen.
Hallo, Lem. Es tut mir leid, dass ich dich nach so viel Gelatine gefragt habe. Du machst sie aber auch immer so lecker. Danke, Mel. Ich hätte aber auch nicht so sauer werden dürfen. Diese hier habt ihr euch verdient. Hier, Lem, für all die Gelatine, die du für mich gemacht hast. Vielen Dank. Was für ein riesiger Baum. Und schaut euch all die Früchte an, die er trägt. Wow!